Ich bin Pamela von der Brettspielgarde oder Pam, die rasende Reporterin. Ja, willkommen zu Wir sind YouTube. Ja, auch heute habe ich natürlich ein Interview für euch. Und wenn ihr die nächsten Interviews nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ja, und ansonsten, wenn ihr mal Lust auf ein Interview habt, schreibt uns auf jeden Fall gerne an. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem nächsten Interview. Hi, hier ist wieder Pam, eure rasende Reporterin von der Brettspielgarde und natürlich habe ich heute auch wieder jemanden zu Gast und heute habe ich den Matthias zu Gast. Hi Matthias. Hallo, freue mich, dass ich da sein darf. Ja, gerne, da freuen wir uns auch drüber, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, Matthias hat natürlich auch einen YouTube-Kanal, ne, weil darum geht es ja in unserem Format, wir sind YouTube und deswegen, Matthias, gebe ich einfach mal direkt an dich weiter. Erzähl doch mal einfach, wie bist du auf den Kanal gekommen, was machst du, ja, wer macht da mit, ja, erzähl mal. Genau, ja, also mein Kanal heißt Kobo, was eine Abkürzung ist für Cooperative Board Games. Cobre, kooperative Brettspiele, hat irgendwie komisch geklungen und deshalb habe ich mich dann auf das Englische beschränkt. Genau, ich habe Anfang Februar angefangen, Videos zu machen. Meine Motivation dazu war eigentlich, also ich spiele nur kooperative Brettspiele, also eigentlich nur. Ich habe früher auch kompetitiv gespielt, also so ist es nicht. Das hat sich bei uns vor ein paar Jahren so halt entwickelt in der Spielegruppe und ich finde das halt heutzutage, also jetzt einfach so angenehm am Tisch zusammenzuspielen und auch thematisch. Ihr seht ja im Hintergrund einen Großteil meiner Sammlung. Das sind zu 90% kooperative Titel, manche noch so welche, die ich auch mal solo spiele. Ja, ist eigentlich so gut wie alles abgedeckt. Also allein mit kooperativen Spielen und ich bin da immer ganz froh, dass ich mich darauf beschränke, kriege ich das hier auch locker voll und viele Kickstarter warten noch darauf, hier anzukommen. Also Mensch, ärgere dich nicht, findet man bei dir nicht. Doch, tatsächlich. Ich habe Mensch, ärgere dich nicht in einer South Park Variante. Das ist aber ganz, ganz alt und mit so richtig großen Miniaturen. Ja. Das ist ganz witzig. Ja, aber nur deshalb. Also ich spiele es nicht. Also ich spiele kein Mensch, ärgere dich nicht. Aber ich finde eure Reihe sehr cool mit diesen alten Perlen, die ihr da immer so habt und auch die Spiel des Jahres Sachen. Also ein Cluedo und ein Scotland Yard und so. Das sind alles Spiele meiner Kindheit, Heimlich und Co. Ja, genau. Die habe ich auch alle, aber die liegen nicht hier. Die liegen auf dem Dachboden. Ja, einfach bei keinem Platz. Ehrlicherweise auch. das Platz hat man leider nicht, ne? Genau. Genau, ja. Angefangen habe ich halt im Februar mit dem Kanal, weil es mir so ging, dass ich immer wieder auch andere YouTube-Kanäle geguckt habe, obwohl ich ehrlich gesagt mehr im englischen Raum unterwegs bin. Und es hat mir aber im deutschsprachigen Raum wirklich was gefehlt, wo es um kooperative Brettspiele halt geht. Es gibt den Becky von der Nische, den ich auch sehr gerne gucke, aber der haut natürlich immer, ja, sehr komplexe Spiele raus. Und ich spiele halt aber auch gerne mal ein The Game. Also es muss jetzt nicht immer super komplex sein. Ja, und deshalb kam ich halt dann auf die Idee, Mensch, mach doch einfach selber mal. Hab dann aber schnell festgestellt, so einfach mal selber machen geht nicht. Obwohl ich nach wie vor, und das funktioniert für mich auch, gucke, dass mein Aufwand relativ gering ist. Das ist auch einer der Gründe, wo ich jetzt schon öfter auch darauf angesprochen wurde, warum denn man meine Fratze nicht im Video sieht, wenn ich die Rezension mache. Der eine Grund ist, ich bin der Meinung, es tut nichts zur Sache, ob man mein Gesicht dabei sieht. Es geht ja um das Spiel. Und der zweite Grund ist, es ist erheblich einfacher auch mal zu schneiden und angenehmer zu schneiden, muss ich auch sagen, wenn man halt nicht immer dann gucken muss, dass das alles lippensynchron ist und was auch immer. Ja, das stimmt. Ja. Aber du machst das weitestgehend alleine, ne? Also den Kanal oder? Ich mache es eigentlich weitestgehend alleine. Ich habe einen Kumpel, der mir immer mal mit der Technik hilft und auch einen ehemaligen Schüler, der mir da immer mal ein bisschen mithilft, wenn es dann um so einen Kram geht hier. Also der eine macht vor allem, also der ehemalige Schüler, so Thumbnails und so eine Sachen. weil ich bin da echt totale Torte. Ich bin ein richtiger Lehrer. ich kriege das hin, eine PowerPoint zu erstellen und alles, ja. Aber jetzt irgendwelche komischen Effekte. Nee. Und genau, deshalb eigentlich weitgehend alleine. Ich könnte mir aber vorstellen, irgendwie mal in Zukunft, wenn jemand Bock hat und sagt, will auch über kooperative Brettspiele spielen, das wäre jetzt nicht das Ding, da zu sagen, ich muss das ja alles alleine machen. Darum geht es nicht. Nee. Ja, also wer weiß, ne?
Ja, jetzt ganz viele Leute das Video. Vielleicht kommen jetzt einige. Können sich gerne melden. Ja. Also ihr habt es gehört, Aufruf. Aber ich muss das auch ganz ehrlich sagen, uns ist der Kanal auch aufgefallen, weil er eben besonders ist im Gegensatz. Ich meine, klar sind natürlich alle Kanäle besonders, aber... Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Wir fanden es halt wirklich schön, die Idee mit den kooperativen Brettspielen. Ich denke, da hast du auch eine Nische gefunden, was vielleicht nicht unbedingt jeder mit einbringt in seinen Kanal. Ne? Also ich finde das auch eine tolle Sache. Ich sage auch immer zu Freunden, dann ich bin die Nische in der Nische. Ja, also ja, weil genau. Brettspiele sind ja, glaube ich, schon eine Nische Deutsch oder Brettspiele auf Deutsch ist schon eine Nische und dann ja, auch kooperative stimmt. Brettspiele. Aber ich sehe es jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, bei rund 550 Abonnenten. Ja. Es gibt scheinbar wirklich viele, die sich dafür interessieren. Genau, ja. Und das ist immer schön, dieses Feedback. Das merkst du ja auch bei dir auf dem Kanal. Ne? Also dieser Austausch und wenn dann andere sagen, ich finde es auch super, wenn jemand sagt, du, das sehe ich gar nicht so. Ja, also ich hatte das unter einem Video, da hatte ich gesagt, für Nichtspieler, das mit den Spielemuffeln, das kommt ja auch ganz gut an. Das Video, also Spiele, um Leute an den Tisch zu bekommen, die also Spielemuffel sind. Und da hatte ich halt Berratti vorgeschlagen und dann sagte jemand, nee, gar nicht Berratti, lieber Mysterium. Und dann aber mal so zu diskutieren, warum ich das so sehe und er so, finde ich super. Das finde ich echt cool. Das macht Spaß. Was hast du noch für Formate? Du hast jetzt ein paar schon angesprochen. Genau, also so Toplisten habe ich eigentlich noch gar nicht so viele. Was so ein bisschen daran liegt, ja, ich weiß es immer nicht, tue ich mir immer so ein bisschen schwer mit, weil es gibt es auch auf so vielen Kanälen, aber ich würde dann wahrscheinlich zu Weihnachten oder sowas, wenn dann wirklich viele Leute natürlich auch gucken wegen Weihnachtsgeschenken und dies und das, dann würde ich dann halt einfach mal wahrscheinlich nochmal so ein paar Tipps nehmen. Darum geht es ja. Was ich jetzt gemacht habe, halt so als Topliste halt mit den Spielemuffeln, dann Reisespiele hatte ich gemacht. Das war aber auch wieder so eine intrinsische Motivation, weil ich selber für mich wieder geguckt habe, okay, welche Spiele nehme ich mit in Urlaub? Und da habe ich gesagt, okay, da kannst du auch mal ein Video zu machen, weil ich glaube, das fragen sich andere halt auch. Ja. Was sehr gut läuft und was ich auch schon sehr, sehr lange jetzt auch mache, ist mein Crowdfunding-Überblick, den ich immer am Wochenende hochlade, also Sonntag oder Montag, je nachdem, wie ich es schaffe. Halt aber nur um kooperative Spiele. Da war auch die Motivation, wieder eigentlich andere Kanäle geguckt, Gino Solo zum Beispiel, der ja auch diese Monatsvorschau macht. Bei ihm war mal aber immer mein Problem, er macht halt Solo auch. Und das heißt, mir war manchmal nicht so ganz klar, ist das jetzt ein Solo-Spiel, was eigentlich kompetitiv ist, oder ist es kooperativ? Und ja, deshalb habe ich damit angefangen. Das macht mir auch viel Spaß, da ist der Austausch auch sehr schön, auch viel Feedback und viele Leute gucken, ist das natürlich schön ist. Da merkt man, dass es irgendwie auch eine Bedeutung hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch, das Video aufnehmen ist kein Ding, aber die Recherche ist teilweise manchmal ein bisschen müßig und es laufen ein paar Titel durch, weil man merkt, gerade diese Kickstarter-Sachen, viele Leute sind da von der PR-Abteilung echt noch nicht gut. Also es gibt keine Vorabinformationen, wann das überhaupt startet. Das steht dann irgendwann im Juli oder im dritten Quartal. Ja. Ja, und selbst bei größeren Firmen manchmal, das macht es manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, und sonst eigentlich hauptsächlich Interviews mache ich halt auch, so wie ihr. Vielleicht ein bisschen anders, noch mit anderen Leuten, also nicht nur mit YouTubern, sondern halt auch mit Ben von Frosted Games oder Frosted Games allgemein, wo ich halt so Lust drauf habe. Also das ist auch so ein eher flexibles Format ohne einen festen Sendeplan und dann halt Spiele-Rezensionen und aber da auch alles. Also auch ältere Spiele, ihr habt euch ja auch den älteren Spielen bei euch verschrieben. Genau, ein bisschen. Genau, weil das auch etwas ist, das glaube ich, das teilen wir, diese Auffassung. Es laufen immer alle hinter den neuesten Spielen hinterher. Und manchmal sind die neuesten Kickstarter sehr cool. Letzte Woche jetzt Roll Camera oder The Night Cage hat mich total überzeugt. Ganz tolle Spiele. Aber es gibt doch so viele tolle alte Spiele. Und es ist schade, wenn die dann total in Vergessenheit geraten. Ich denke ja dann auch immer, die haben bestimmt auch eine Seele und sind bestimmt auch alle sehr traurig und weinen, dass sie nicht aus dem Schrank geholt werden, aus dem Regal. Das tut mir dann halt auch immer sehr leid. Ja, weil wir haben ja auch, du hast ja auch so viele Spiele. Wir haben ja einfach super viele Spiele und das muss man auch ganz ehrlich sagen, die alle immer auf den Tisch zu bekommen, ist schwierig. Aber so ein paar Evergreens schaffen es immer wieder auf den Tisch. Ist doch schön. Und welches Format macht dir am meisten Spaß? Das ist schwierig. Die Interviews sind spannend, sind interessant, diese Informationen zu erhalten. Aber dafür mache ich einfach zu wenig, als dass ich jetzt sagen würde, dass die Interviews sind es. Die Regelvideos sind schon teilweise sehr anstrengend, weil es viel Arbeit halt auch ist. Ja, also die Regeln rauszuarbeiten
Und ich ärgere mich grün und blau, wenn mir dann auch mal ein Fehler unterlaufen ist. Ja. Also vor allem, wenn ich dann auch feststelle, ich spiele diesen Fehler, wenn es so Spiele sind, die ich schon lange habe. Und ich spiele das Spiel schon so lange falsch, weil ich mir das irgendwann mal falsch angelernt habe. Ja. Und dann ärgert man sich natürlich auch, wenn die Kommentare kommen. Ich ärgere mich überhaupt nicht über den Kommentar. Also der Kommentar ist total richtig und wichtig, ja, diese Information. Aber ärgere mich, weil das ja nicht so leicht dann nochmal zu ändern ist, ja, wenn man das Video hochgeladen hat. Ja. Aber wenn so ein Video hochgeladen ist und ich merke, die Leute gucken es auch. Und es geht mir jetzt ja nicht um irgendwie Berühmtheit oder keine Ahnung, aber es geht mir einfach darum, dass ich am Ende merke, ich habe ein Spiel, ein Rezensionsvideo gemacht, was wirklich viel Arbeit ist. Und die Leute gucken es dann am Ende auch. Und bei manchen Titeln, Heroes of Tenefire zum Beispiel oder Phantom the Card Game auf meinem Kanal, die mich total begeistern, die ich super gerne spiele, aber die haben so wenig Klicks und das finde ich, das finde ich sehr, sehr schade. Vielleicht kommt das irgendwann dann nochmal dazu. Aber ich glaube, das geht fast allen YouTubern so, die diese Rezensionen machen. Manche Sachen laufen, also zum Beispiel die Zwerge. Ich habe die Zwerge, die Big Box rezensiert. Kam halt hier an und sagt, oh Mensch, die Zwerge. Ich hatte es vorher nie und habe es mir die Big Box geholt, habe ich rezensiert. Ich glaube, das hat jetzt 3000 Views. Sonst haben meine Videos, glaube ich, im Schnitt 200. Ja, vielleicht oder 150, 200 bis 300, aber nicht fast 3000, ja. Ja, und das war irgendwie dann zur richtigen Zeit scheinbar hochgeladen, war mir gar nicht so bewusst. Das macht schon Spaß. Mir macht es auch Spaß, bei den Community-Sachen mitzumachen, wie bei euch. Das macht mir auch Laune. Und da sieht man ja auch, ich habe jetzt keine Angst vor der Kamera, wie ich mich jetzt hier zeige, sondern halt aus den besagten Gründen. Ja, macht eigentlich alles Spaß. Auch das Crowdfunding, die Crowdfunding-Videos sind halt von daher, ich würde mich ja sowieso selber informieren. Und jetzt bereite ich das einfach so vor, dass ich das am Ende in ein Video reinhaue. Ja, macht eigentlich alles Spaß. Ja, schön. Und du hast ja auch selber ein kleines Community-Format, ne? Genau, ja, Road to Essen, genau, war so mein Gedanke, weil ich einfach auch die Hoffnung hatte, mal wieder auf die Messe gehen zu können. Auch einfach, ich glaube, so ein bisschen Normalität zu haben. Und im Vorgespräch hatten wir schon gesagt, ich bin ja hier aus der Provinz in Sachsen-Anhalt im Harz und hier gibt es halt auch nichts in der Umgebung, was annähernd irgendwie ähnlich wäre. Die Berlin-Con könnte man jetzt irgendwie noch sagen, aber ich glaube, die Messe in Essen hat schon ihren ganz eigenen Charme. Und ja, da hatte ich irgendwie Hoffnung, dass und auch so ein bisschen Optimismus und ich wollte mich gerne einfach mal mit den anderen austauschen und auch so motiviert durch euer Community-Format oder das von den Housies oder Better Board Games, gibt ja wirklich viele. Ja. Der Meeple Queen, genau, also gibt es ja so viele. Und da habe ich gedacht, mach's mal selber. Und ja, habe mich gefreut, dass einige halt auch gesagt haben, da mitzumachen. Obwohl man halt von vielen schon gehört hat, Mensch, noch das Nächste und sorry und dies und das. Viele Absagen, die ich aber bekommen habe, waren eher, was ich überraschend fand, viele, die gesagt haben, sie waren noch nie in Essen. Also YouTuber, die selber noch nie da waren und dann gesagt haben, ich könnte nichts erzählen. Und das geht ja gar nicht. Die Autos sind ja alle. So, Name sofort. Genau. Auf die schwarze Liste. Genau. Ja. Ne? Also, liebe YouTuber, ernstes Wort müssen wir mit euch reden. Das geht nicht. Genau. Sollte man schon mal gemacht haben. Ob es einem gefällt oder nicht, das muss man dann selber entscheiden. Ja, aber dieses Flair ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes. Warst du denn auf der BerlinCon schon mal? Oder? Nee, BerlinCon war ich noch nicht. Hat mich so noch nicht so sehr gereizt. Hinzufahren, war jetzt aber, glaube ich, auch erst zweimal, ne? Und dann war, glaube ich, schon Corona letztes Jahr, ne? Und dieses Jahr wird es sein, dieses Jahr schaffe ich es terminlich nicht, dieses hätte ich vielleicht mal überlegt, hinzufahren. Ist für mich, also in Essen finde ich halt den Reiz größer, weil ich gerne halt Kickstarter backe und kooperativ ja auch wirklich super viel auf Kickstarter geht. Gerade auch bei diesen Story-Spielen und die kannst du halt in Essen ausprobieren. Ja, genau. Vor allem. Ja, und deshalb ist Essen für mich so spannend. Für mich ist Essen weniger spannend, die Hallen 1 bis 3. Ja, ich habe da auch einen Kitchen Rush gespielt und auch von Asmodee irgendwie Titel, klar. Aber eigentlich einen Tag verbringe ich fast nur in Halle 5, 6, diese kooperativen Titel. Machen wir auch so. Gucken wir uns auch eher die kleineren Hallen an. Weil genau, habt ihr ja bei großen Spiele kriegst du halt hier auch überall. Ne? Ich meine, klar, deswegen sind sie trotzdem interessant, aber wir fahren auch noch auf anderen Messen, ich weiß nicht, wie du das so handhabst, aber dann kann ich die Spiele auch da noch testen. Ja, nee, also Essen ist bisher eigentlich die einzige Messe, wo ich bisher hingefahren bin. Weil es auch für uns sind 4 Stunden Fahrt. Ja, genau, das macht man dann auch. Und viel spielt ja einfach dort hinten. In Duisburg, glaube ich, gibt es ja auch noch eine recht große Messe. Genau. Ja. Das spielt ja alles dort in dieser Gegend und das ist für uns dann einfach eine große Fahrt und auch mit Familie ist es dann nicht so einfach. Ich habe schon viele Freiheiten hier von meiner Frau, die ermöglicht mir schon sehr viel, die zum Glück auch sehr gerne spielt, aber jetzt gerade wegen der Kinder
ist es bei ihr dann nicht so einfach dann, ja, gerade unsere Tochter noch sehr klein. Und ja, aber da muss ich dann nicht mehrfach im Jahr irgendwie hinfahren. Mhm. Ich habe die Absicht, nächstes Jahr hier was zu machen, was natürlich, also was Kleines. Mhm. Irgendwie. Ja, aber irgendwie so ein Spieletreff, was halt damit so zusammenkommt. Ich organisiere halt viele Sammelbestellungen. Mhm. Genau, dadurch will ich auch schon, ne? Ja. Genau, ja, genau. Dadurch hatten wir vorher auch schon mal Kontakt. Mhm. Und hatte dann einfach so die Idee, auf der einen Seite einige Leute, die bei YouTube gucken und sagen, Mensch, hätten mal Bock, mal mit mir zu spielen und herzukommen, was ich ja super finde. Und der Harz ist ja auch schön, um mal ja, genau, kann man verbringen. Das verbinden dann, ne? Genau. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann können, glaube ich, einige auch mal ihre Spiele gleich mitnehmen und sparen sich ihre Versandkosten, das eine mit dem anderen zu verbinden. Ja, ja, das will ich irgendwie planen, aber wegen Corona. Ja, ist man noch ein bisschen vorsichtig, oder? Mhm. Genau. Ja. Ja. Also wenn dann irgendwie nächstes Jahr im August oder so, weil da sehe ich die Chancen, dass es keine Einschränkung gibt. Das Schöne am Brettspielen ist ja, die werden nicht schlecht, ne? Also man kann ja immer. Solange man sie gut lagert. Ja. Genau. Ja. Aber da achten wir, glaube ich, alle gut drauf. Ja, schön. Jetzt hast du ja einmal kurz gesagt, was dir auch Spaß macht und auch, dass du gerne mal Community-Format mitmachst und so. Welche Formate gefallen dir denn noch bei anderen YouTubern? Du hast ja auch vorhin schon im Vorfeld, haben wir ja kurz mal geschnackt, gesagt, du guckst auch viel englischsprachige. Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, ich bin da jetzt ein undankbarer Gast, um jetzt deutsche YouTube-Kanäle da außerordentlich zu loben. Ich muss sagen, ich finde die Qualität der Videos beeindruckend, die Better Board Games an den Tag. Also visuell, glaube ich, hat der Chris da einen neuen Maßstab gesetzt. Sehr angenehm zu schauen. Mein Problem so manchmal mit diesen Kanälen wie Better Board Games, Problem ist zu viel gesagt, aber auch ein Grund, warum ich das nicht so viel konsumiere, wie ich es vielleicht sollte oder könnte, ist, ich bin ja nun sehr nischig mit meinen kooperativen Spielen. Und ich merke viel bei diesen Leuten, Ben auch, ne, Hunter und Kron und Wasser oder Hunter und Friends, wie es jetzt ja heißt, die spielen so viel in so eine riesen Bandbreite, dass ich öfter auch schon davor sage, auch als ich noch keinen Kanal gemacht habe und dann irgendwie Essen vorschaue, 1400 Titel und die Leute dann irgendwie einschätzen wollen, wie dieser Titel ist, weil sie mal irgendwie von dem einen kooperativen Titel, aber sie wissen gar nicht, ist. Und dann habe ich gesagt, eigentlich kann ich diese Meinung, die sehr absolut berechtigt ist, die dürfen sie ja absolut haben, aber für mich jemand, der ja da noch viel tiefer drin ist, bringt die mir in Summe gar nicht so viel, ja. Also One-Stop-Co-op-Shop, englischsprachiger Kanal, gucke ich sehr viel. Die haben ein cooles System, ein Spiel in 5 Minuten, 5 Punkte in 5 Minuten. Mhm. Das ist ein super Überblick, sich das anzuschauen. Was gucke ich noch gerne? Shut Up and Sit Down, sagen wir so diese auch so lockeren Sachen. Im Deutschen gibt es ja so ein seit kurzem so ein Kanal, Format C heißen die. Die machen aber gefühlt auch nur ein Video im Monat, was super aufwendig aufbearbeitet ist. Das gucke ich mir gerne an, weil es unterhaltsam ist. Aber das ist doch ein deutscher, oder? Das ist ein deutscher Kanal, genau. Also ich wollte gerade sagen, aber die machen englischsprachige, ne? So, genau. Weil den hatte ich nämlich auch angeschrieben, deswegen. Ja, also das ist dann halt auch mal ein deutscher Kanal. Mhm. Aber ja, wir haben ja gerade die Diskussion so ein bisschen gehabt, von wegen, was in der Brettspielwelt so los ist und es gibt ja jetzt viele, die versuchen halt so mehr ins Entertainment zu gehen, was ich absolut legitim finde und auch okay. Ich finde aber ein bisschen schade, es so vorzuwerfen, die Brettspieler machen alle kostenlose Werbung für die Kanäle. Ja, darüber kann man vielleicht diskutieren. Für die Verlage. Ja. Klar, darüber kann man diskutieren, aber ich muss sagen, auch mit meiner kleinen Bandbreite, ich hatte Schmidt-Spiele angeschrieben, NSV, als ich damals noch nur bei 100 war oder sowas. Ja. Und die waren super nett und haben mir was geschickt und als Rezensionsexemplar. Und darum geht es ja nicht, aber das ist dann so ein gewisses Geben und Nehmen. Ja, aber ich glaube, im Grunde geht es ja bei Brettspielen darum, wenn ich einen Brettspielkanal gucke, dann geht es doch vielen darum, dass sie Eindrücke von Spielen gewinnen wollen und dass sie sich, viele gucken ja, lesen heute nicht mehr Regeln, sondern gucken sich lieber eine Regelerklärung von irgendwem an, den sie angenehm finden. Das ist ja auch sehr subjektiv. Manche mögen meine Stimme, andere sagen, oh Gott, schrecklich oder schlimmer Dialekt. Ja, das ist ja für jeden ja was dabei. Ja, und ich glaube, gerade im letzten Jahr durch Corona sind so viele Kanäle entstanden, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Das Problem ist bloß, gerade für uns kleinere Kanäle erstmal wahrgenommen zu werden. Das ist das Problem, aufgrund dieser Vielzahl. Und deshalb sind diese Community-Programme, die ihr macht, sehr cool, weil wir uns dadurch ja alle irgendwie kreuzweise vernetzen. Auch wenn
die Reichweitenvergrößerung, glaube ich, jetzt pro Video nicht mehr so groß ist wie am Anfang, weil das sind ja immer die gleichen, mehr oder minder, die das gucken. Und wenn dann 2, 3 neue Abonnenten dazu kommen, ist doch schön. Ja, ich wollte gerade sagen, besser als, ne, man freut sich bei jedem Abonnenten, von daher. Richtig, ne? Genau. Unser Stichwort, Doppel-Dabo, da lassen. Doppel-Dabo. Genau. Habt ihr das eigentlich entwickelt? Ich habe das vorher noch nie gehört. Ist das, das mit dem Dabo? Ja, das war von mir ein Versprecher. Ach so. Da wollte sagen, lasst einen Daumen und ein Abo da und habe gesagt, lasst einen Dabo da. Und dann fand ich das so cool und habe es eben drin gelassen und seitdem sagen wir das halt. Ne? Oh, cool. Ja, ja. Das mit dem Doppel-Dabo, das kam dann von Basti, als ich mit dem das Interview gemacht habe. Und deswegen bei ihm und dann bei euch. Ja. Genau. Ja. Deswegen fand ich das eigentlich. Das Lustige ist, es geht aber wirklich auch schon, es schreiben gar nicht die Leute unter unseren Videos dann mit dem Dabo, sondern auch schon bei anderen Kanälen. Ne? Also es geht schon rum. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das kann ich sagen. Also, das ist doch lustig, ja. Ja, ja. Ja, das ist schon cool. Ja, cool. Ja, schön. Also wie gesagt, ich finde deine Formate auch immer nach wie vor sehr interessant. Natürlich schaffen wir auch nicht immer alles zu gucken. Aber auch gratis Road to Essen finde ich eine super Sache. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ne, schaut auf jeden Fall mal rein. Das ist wirklich toll, weil da sind natürlich nicht nur wir dabei, sondern auch andere ganz tolle YouTuber, die auch dann ihre Meinung zu Essen sagen und was kleine Geheimtipps und so, das ist schon echt cool. Also, ja, also gerade mit den Tipps. Ich fand das so lustig. Ich habe mich extra, also wenn ihr jetzt das Video schaut unbedingt mal rein. Und ich habe mich extra vorher nicht spoilern lassen, also weil ich mir dachte, na, du willst jetzt ja nicht die Tipps nachplappern von den anderen und was auch immer. Ja. Und habe dann halt das erst, habe es also vorher aufgenommen und dann den Tag oder 2 Tage vorher, bevor es hochgeladen habe, habe ich es ja zusammengeschnitten. Und der Fabian von Game Over hat genau das Gleiche. Und er sagte so noch, ja, diesen Tipp kriegt ihr von keinem anderen. Und es geht eigentlich gar nicht um Brettspiele. Es geht um was anderes. Genau. Und das fand ich witzig. Und das ist doch schön, wenn man da diesen Austausch hat. Ja, absolut. Also ja, schön. Und du hast ja das auch gerade schon angesprochen, du freust dich immer, wenn die Leute dir ein bisschen Feedback geben und so weiter. Gibt es denn für dich irgendwie ein ganz tolles Erlebnis, was du mit YouTube verbindest, wo du jetzt sagst, so, boah, das war richtig cool und werde ich nie wieder vergessen? Ein tolles Erlebnis? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, über die ersten Kommentare hat man sich sehr gefreut. Ja, man muss dazu sagen, ich bin Lehrer am Gymnasium. Und einer meiner Kollegen, der auch weiß, dass ich jetzt halt so Brettspiel-Videos mache, der sagt, ne, eigentlich voll einfach, deine 1000 Abos, wir haben 750 Schüler, ich glaube, die meisten mögen mich auch so weit, dass sie mich da abonnieren würden. Ich finde aber, das eine muss man ja mit dem anderen trennen irgendwie. Und haben jetzt aber einige Schüler, hatten es dann mal gefunden und dann hatte ich auch, muss ich mir ja nicht für schämen. Ne? Sie wissen ja, dass ich gerne Brettspiele spiele, ich versuche es ja immer alle zu missionieren. Zum Brettspiel-Hobby. Und da gibt es auch einige und benehmen sich auch alle, weil dann irgendwie sagen, die Schüler, die benehmen sich nicht und was auch immer. Ach, überhaupt nicht. Also alles ganz, ganz, ganz vernünftig. Ich glaube, die sind manchmal mit diesen Medien, modernen Medien, erheblich besser unterwegs als manche Erwachsener und wissen sich auch, wie man sich dort benimmt. Nee, und ich glaube, so über die ersten Kommentare dann einfach auch von Leuten, die ich gar nicht kannte. Und auch so, was ich lustig finde, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ich kriege super viele Mails. Also weniger, dass die Leute so unter die Kommentare schreiben, sondern sie schicken mir gerne Mails. Also vor allem Lehrer. Vielleicht ist das auch so ein Lehrerding. Andere Lehrer schicken mir Mails und sagen, ach, erzähl mal, ich will eine Brettspiel-AG machen. Ja. Oder was gibt es denn da noch für Spiele, die du auch empfehlen kannst? Kleine Spiele, bei den Reisespielen war das zum Beispiel. Mhm. Das finde ich schön. Ah, das macht Spaß. Ja, ist aber immer ein Riesenaufwand, das zu beantworten. Hm. Das merke ich jetzt schon. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das bei diesen großen Kanälen ist, was die an Anfragen kriegen müssen. Ja, ja, also wenn es da mal ein bisschen länger dauert, ist nicht böse gemeint. Ist einfach nur die liebe Zeit. Lehrer, schreibt auch so ruhig unter die Kommentare. Ne? Vielleicht schreibt Matthias das dann eher. Ne? Ja, glaube ich nicht. Das hätte es ja nicht aber sagen dann, sollen. Aber dann haben alle was von. Das ist ja das Schöne, wenn es in den Kommentaren steht, dann kann es ja jeder lesen. Ich verstehe aber jeden, der da lieber eine Mail schicken will oder was auch immer, ist auch alles cool. Das hatte ich bloß vorher nicht gedacht. Ja. Also das, als ich damit angefangen habe. Aber das freut mich immer wieder. Also dieser Austausch, das finde ich sehr schön. Mhm. Ob schreibend oder jetzt hier im Gespräch, das finde ich super. Mit den Mails haben wir nicht so. Also von daher ist das vielleicht nicht ein Lehrer-Ding. Ich weiß es nicht. Aber ihr habt auch recht viele Kommentare auch mal unter euren Videos. Stimmt, ne? Ja. Dann habt ihr dann eher die Leute, die dann dort. Aber ich kann es auch verstehen. Für mich wäre es, ehrlich gesagt, auch einfacher, dass ich das direkt in den Kommentaren sehe, als wenn ich immer eine Mail bekommen würde. Wobei ich jetzt nicht
sagen würde, ich würde mich über eine Mail nicht freuen, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Also auch gerne. Also auch mal eine Mail an die Brettspielgarde. Ja, genau. Ja, aber da kommt man immer eher zu, die Kommentare einmal schnell kurz zu lesen, als dann gleich eine Mail. Ja, von daher. Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil einer von unseren besten Freunden an dieser Stelle, liebe Grüße, hallo Carsten, der ist übrigens auch Lehrer. Und von dem soll ich dich mal was fragen. Ja. Und zwar, so, ich weiß nicht, wie viele Schulklassen hast du oder betreust du? Ich habe ja zwei kleine Fächer, also kleine Fächer. Ich bin Geschichtslehrer und Ethik, Philosophie. Ja. Das heißt, ich habe sehr viele Klassen, weil ich ja nur 2 Stunden, ne, wenn ich jetzt irgendwie Deutschlehrer oder sowas wäre, der irgendwie 4-5 Stunden in der Klasse ist, der hätte dann irgendwie wahrscheinlich nur 4-5 Klassen. Mhm. Also ich habe dadurch, kann man so sagen, in der Regel um die 12 Klassen, obwohl man sagen muss, die Ethikkurse sind natürlich meist noch klassenübergreifend. Sind ja die, die nicht Religion machen. Also bei uns ist eher so, fast alle machen Ethik und wenig Leute machen Religion in Sachsen-Anhalt. Das ist, glaube ich, anders jetzt wie in Niedersachsen oder in anderen Teilen Deutschlands. Und ja, deshalb habe ich sehr viele. Also ich hatte mal so durchgerechnet zur Corona-Zeit, hatte ich mal so durchgerechnet, wie viele Schüler und ich so in der Woche Kontakt habe und war dann bei unseren 750 Schülern, war ich dann so bei ca. 400, die ich im Unterricht etwa habe. Und du erzählst das ja oft, dass du auch mit den Schülern dann was gespielt hast. Wie machst du das? Spielst du da mit der kompletten Klasse oder teilst du das auf oder spielt ihr alle dasselbe Spiel oder wie macht ihr das? Ja, das ist eine Frage, die die Lehrer auch gerne per Mail schicken. Kann ich ja dann gleich mal hier so richtig sagen. Es ist unterschiedlich. Ich war vorher noch in einer anderen Schule gewesen, in einer Privatschule. Dort habe ich so gehandhabt, da waren die Klassen sehr klein und da hatte ich dann eine AG zum Beispiel zu und dann haben wir dort gespielt. Mein Tipp ist dort, wenn man sowas anfängt, ist, man sollte erstmal ein Spiel nehmen, was man etabliert. Bei mir ist das Spiel, wenn ich jetzt so eine neue AG mache oder eine neue Runde habe mit Schülern, The Game. Ja, also weil ich habe The Game mehrfach, also in diesen mehreren Varianten, auch das erste Video, was ich gemacht habe. Ich finde das ein schönes Spiel und das kannst du halt gut erklären. Und dann erklärst du das Spiel einmal für die ganze Gruppe. Den Vorteil, den das hat, das können die alle recht selbstständig dann spielen. Mhm. Und in der nächsten Woche bringst du dann ein neues Spiel mit. Und die anderen können aber auch schon mal The Game spielen. Das heißt, es gibt keinen Leerlauf. Die können alle schon mal das alte spielen. Und ich kann dann einer Gruppe jetzt das nächste Spiel erklären. Mhm. Und so baut man sich, finde ich, nach und nach halt so einen Fundus auf, wenn man halt so eine AG hat. Mhm. Ja. An der Schule, wo ich jetzt bin, bin ich leider erst seit 2 Jahren und habe deshalb mehr oder minder fast nur Corona miterlebt, sodass ich dort keine regelmäßige AG bisher anbieten konnte, lag aber auch so ein bisschen an den Stunden. Ich werde jetzt zum neuen Schuljahr, wenn das alles klappt, habe ich meinen Schülern jetzt gesagt, weil gerade die 9. und 10., die wollen sehr gerne spielen, die haben richtig Lust drauf. Und ich kriege wahrscheinlich wieder keine AG, weil ich einfach keine Stunden übrig habe dafür. Werde ich nach der Schule das einfach anbieten. Oh ja. Also ich muss halt gucken, wie der Stundenplan ist. Wenn ich irgendwann 7., 8. Stunde halt habe, das ist bei uns 15 Uhr ist dann Schluss. Und dann werde ich halt anbieten, 1,5 Stunden, wer Bock hat, was zu spielen. Und die Schüler haben halt auch gesagt, viele, das würden sie sehr gerne machen. Mhm. Und muss man natürlich gucken, ob das zeitlich passt. Also da werde ich dann wöchentlich hoffentlich spielen. Und da werde ich das dann so machen. Also zum einen werde ich wieder anfangen mit The Game. Die kennen das alle schon. Ich glaube, das brauche ich gar nicht so etablieren. Und dann will ich das immer so ein bisschen thematisch machen. Also eine Woche Würfelspiele, eine Woche Deduktionsspiele, Deckbilder, so dass ich die auch so ein bisschen vergleichen lassen möchte. Mhm. Und das wäre so meine Hoffnung im nächsten Jahr, also nach einem Schuljahr, würde ich gerne mal dann so die Schüler fragen, was waren ihre Lieblingsspiele, die sie gespielt haben, was fanden sie gut. Genau, das wäre so meine Absicht. Ja, und dann machst du eine Top 10 der Lieblingsspiele von deiner Schulklasse. Genau, also so einfach so von den ganzen Schülern und so. Ja. Und was ich jetzt bisher eigentlich immer gemacht habe an der neuen Schule jetzt, war vor den Ferien zu spielen, also in der letzten Unterrichtsstunde. Weil, also gerade im Sommer, ich hasse das. Es sind die schlimmsten Tage nach dem Zensurenschluss. Für die Schüler ist immer schön, aber für den Lehrer, Mensch, die wollen immer irgendwelche Filme gucken, dies und jenes und dann irgendwas Banales. Also wenn es auch was mit dem Thema zu tun hat, in Geschichte oder so, klar, dann kann man das gerne machen. Aber die Schüler wissen ja, dass ich gerne spiele und dann wird da halt schon mal gefragt, können wir denn mal spielen? Ja, schön. Und da wird dann gespielt und mit meiner 12. Klasse, die jetzt Abi gemacht hat dieses Jahr, die hatten auch sozusagen, mit denen hatte ich das auch dann mal gemacht, so ein Halbjahr, zur Weihnachtsfeier haben wir gespielt. Das fanden die sehr schön und im Sommer letztes Jahr, als es noch ging, haben wir hier gegrillt bei mir, hatte ich sie eingeladen
Und das fand ich auch total lustig. Sagt 17, 18-Jährige. Und dann kommen die hierher. Wir haben lecker gegessen. Und dann kamen die so gegen 18 Uhr, dann, nachdem wir fertig waren mit Essen, damit mein Sohn noch mitessen konnte, haben wir so früh gegessen. Ja, was können wir denn alles spielen? Und wir saßen dann wirklich bis 22 Uhr mit den Schülern und haben hier gespielt. Verschiedene Spiele im Garten. Und da sieht man ja, das Interesse ist da. Ja. Bloß die gucken halt immer und sagen, boah, krass, was es alles gibt. Das wissen die ja gar nicht. Genau. Und das ist so eine kleine Mission, die ich mir auferlegt habe, zu versuchen, diese jungen Menschen irgendwie zum Hobby zu begeistern. Ja, das ist schön. Ist auch mal schön, dass es nicht immer nur um Computer und Handys und sowas geht, sondern eben um Brettspiele. Ne? Weil wir stellen das halt auch immer fest, meistens, wenn man Leute trifft, die auch gerne spielen, sind das Leute, die das in der Kindheit schon gemacht haben. Mhm. Also es ist eher selten, oder ich sage mal, vielleicht so 20% entdecken jetzt erst das Hobby. Ne? Also ich glaube auch, so eine Grundlage muss da sein, damit man dann irgendwie in dem Hobby so voll aufgeht. Ja, das glaube ich auch. Ja. Aber was man halt auch wirklich sieht, weil das oft welche dann sagen, ach, die Kinder haben ja kein Interesse, dann doch, sie kennen spielen ja. Sie spielen am Handy und sie spielen am Computer, sie spielen Konsole und was auch immer. Und wenn man ihnen dann aber zeigt, was es für tolle Sachen gibt, und meine Erfahrung ist jetzt, gerade im letzten Jahr, diese Franchise-Sachen ziehen enorm. Also dieses Harry Potter-Spiel, der Ben vom Brettspielblog hat es mal betitelt als der wichtigste Titel 2019. Es ist sicherlich nicht das beste Spiel, aber es ist Harry Potter mit Originalfotos. Ja. Und meine 12. Marvel Klasse zieht auch. Genau, Marvel United. Ja, Marvel Champions, Kartenspiel ist immer ein bisschen schwieriger. Marvel United ist super intuitiv, das zu erklären. Mitgenommen, die Schüler waren so begeistert und sagten, was gibt's denn da noch? Und das nächste Mal habe ich gesagt, bring ich die Stretch-Goal-Box mit. Also das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie versuchen möchte, junge Leute zum Hobby zu begeistern. Die kennen nun mal alle Marvel. Die kennen alle die Serien, die kennen durch Disney Plus und die kennen die Filme, Endgame und was auch immer. Und das zieht. Und wenn die sehen, boah, da gibt es coole Spiele. Und man muss die halt da so vorretten vor Monopoly Avengers, was es bestimmt gibt. Ja? Ich bin gerade überlegen, doch, es gab es. Ja, wir hatten ja unsere Top 30 da. Es gab es. Bei Monopoly, gibt da alles von Monopoly. Monopoly, nee, der es Hobbit gibt kein Harry Potter Monopoly. Warum auch das immer? Das gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Okay. Gibt nur so nachgebaute im Internet. Also das fand ich dann ein bisschen krass. Ne? Okay. Weil, wie gesagt, ein paar Monopolys haben wir ja hier zu Hause auch und ein paar finden wir auch wirklich sehr gut. Auch das spielt alte. Ihr das auch regelmäßig so? Ja, also wirklich. Regelmäßig nicht, aber wir haben zum Beispiel, wir hatten ja dadurch, dass wir die Top 30 gemacht haben, uns dann auch mal mit dem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigt und haben uns eben Jurassic Park Monopoly gekauft. Und das wollten dann meine Eltern gerne mit uns spielen. Haben wir auch gemacht. Also das ist wirklich sehr witzig, weil du wirklich einen kleinen T-Rex hast, der immer mitläuft und auch alles kaputt macht. Es dauert dauert auch eben nicht so lange. Ne? Also das finde ich eigentlich wirklich sehr schön. Ich meine, ich mag auch das alte Monopoly, klar, also das heißt mögen, klar spielt man es jetzt nicht mehr, weil es auch einfach sehr lange dauert und klar gibt es natürlich heute viel andere, bessere, coolere Spiele, ne? Aber es hat halt jeder von uns gespielt und aber diese ganzen Sachen, die so die Varianten, die es so gibt, finde ich teilweise wirklich sehr cool. Also da gibt es echt schon ein paar. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt das mal an, unser Top 30. Also die Top 5 Spiele haben wir uns im Nachhinein gekauft. Also ein paar hatten wir davon schon, aber die sind auch wirklich... Ja, das ist auch authentisch, das ist auch gut. Nicht nur vorschlagen, sondern auch selber so handeln. So muss es ja sein. Genau. Ja. Nee. Und eine Frage von unserem Freund war noch, aber ich glaube, die hast du jetzt schon teilweise beantwortet. Er hat gefragt, wie motivierst du die Spieler, deine Schüler, was zu spielen? Ja gut, ich glaube, ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, ist, glaube ich, die Schüler haben ja ein bestimmtes Bild. Mhm. Und also von Brettspieler. Wie die sich Brettspieler vorstellen. Ich glaube, das ist auch natürlich dadurch geprägt, dass die Serien gucken wie Big Bang Theory. Mhm. Ja, also das heißt... Gibt es auch als Monopoly übrigens, wollte ich nochmal sagen. Gibt es auch, das kann ich mir gut vorstellen. Und das heißt, sie haben so ein Bild von einem gewissen Nerd, der Brettspiele spielt. So, und ich mache immer, wenn ich eine Schulklasse neu kennenlerne, mache ich immer ein Spiel, habe ich beim Referendariat gelernt, finde ich immer ganz nett. Die Schüler sollen 5 Dinge aufschreiben über sich und davon soll eine Sache gelogen sein. Ah, okay. Ja, und ich soll dann raus, oder wir machen als Klasse dann auch, gerade in so einem Ethikkurs, wo die sich alle nicht so gut kennen, kann man auch mit Großen spielen, kann man auch mit Erwachsenen spielen, funktioniert eigentlich immer, dass man so gemeinsam redet, was ist die Lüge? Ja, und sich dann Mühe zu geben. Und ich stelle mich dann aber natürlich auch vor. Ist ja nur fair. Mhm. Und bei mir kommt das natürlich mit dem Brettspielen. Und ganz oft wird halt gesagt, wenn es darum geht, was ist die Lüge? Mhm. Ja, Brettspiele. Sie spielen doch keine Brettspiele. Ja, krass. Ja? Und
Ich glaube, weil ich halt, ich mache auch viel Sport und lange Handball gespielt und Basketball, Volleyball, bin sehr sportlich oder war früher sehr sportlich. ein bisschen was ist übrig geblieben, aber bin sehr sportbegeistert. Und ich glaube, Schüler sind dann immer sehr erstaunt. Ein Spruch, den ich mal bekommen habe: Sie spielen Brettspiel, Sie wirken eigentlich ganz cool. Und ich glaube, indem ich für die Schüler sympathisch wirke, sag ich mal so, und normal, was auch immer normal ist, ja, weißt du, was ich meine? Glaube ich, motiviert das die Schüler auch, weil es die Schüler dann neugierig macht und dann sagt: Ich fand den eigentlich also in ihrer Erwartungshaltung, ich fand den Lehrer eigentlich voll cool. Jetzt spielt der Brettspiele. Unter Brettspiele, verstehe ich eigentlich total was andere, also unter einem Brettspieler. Und dadurch habe ich vielleicht da einen ganz guten Zugang zu den Kindern und Jugendlichen. Ja, klingt aber nicht gut. Genau, und einfach Miniaturen zeigen, das hilft auch mal, gerade bei den Jungs. Wenn man irgendwie dann mal so zeigt hier Miniaturen von den Spielen. Die Schüler stellen mir da immer sehr viele Fragen zu. Auch so Kickstarter, wenn ich denen dann so erzähle, was es so gibt und dass man so Sachen weit im Voraus. Und, also die sind in meiner Wahrnehmung sehr interessiert. Und man muss einfach nur eine Möglichkeit bekommen, in diesen Diskurs mit denen reinzukommen. Ja, viele, die kennen das eben auch gar nicht. Wir sehen das ja auch bei Freunden und so weiter. Wir haben ja auch Freunde, die nicht Brettspiele spielen, ne? Sowas gibt es auch. Und die sind dann auch immer kenne ganz ich. erschrocken, wenn die unser Zimmer hier sehen. Oh Gott, was gibt's denn da alle? Ne? Und das ist eben das, viele wissen das eben auch gar nicht. Auch diese kooperativen Spiele gibt es ja noch gar nicht so lange. Genau, da können die Schüler oft gar nichts mit anfangen. Also das merkt man ganz oft, gerade bei The Game, wenn man damit anfängt, denen klarzumachen, ey, ihr gewinnt das Spiel nur gemeinsam. Es geht jetzt nicht darum, irgendwem zu verhindern, dass der seine Karten ablegen kann. Ja? Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Faktor, wo ich aber auch schnell merke, das finden die eigentlich geil. Also das finden die cool, als Gruppe zusammenzuspielen. Und hier hat man natürlich auch immer eine sehr schöne teambildende Maßnahme, also wofür Brettspiele halt auch sehr gut geeignet sind. Vielleicht auch mal die Außenseiter in der Klasse, aus welchen Gründen auch immer, mal zusammenzubringen und dann zu zeigen, ey cool, wir können ja hier gemeinsam richtig Spaß haben. Schönes Teambuilding, ne? Genau, obwohl ich jetzt sagen muss, zum Glück jetzt hier auf dem Land, also wir haben jetzt mit Mobbing und sowas, zumindest so offenem Mobbing, Na, ist doch nicht gut. so das Problem. Also von daher ist das jetzt hier nicht so ein Faktor. Aber wenn man jetzt so aus, vielleicht, man sagt immer Brennpunktbezirken oder was auch immer kommt in den Großstädten, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen als zusammenes Element, ja. Ja, ich finde es irgendwie sowieso sehr witzig. Also ich glaube, in unserem Freundeskreis sind auch, glaube ich, wirklich, also 50% Lehrer, die auch mit uns dann Brettspiele spielen. Das finde ich irgendwie sehr witzig, dass das anscheinend doch irgendwie, ja, wenn du Lehrer bist, dann spielst du auf jeden Fall automatisch, glaube ich, gerne. Also nicht, natürlich nicht alle, aber ist irgendwie so auf jeden Fall witzig, dass es halt so viele Leute dann auch beruflich sind, ne? Also. Bei meinen Kollegen auch. Also sind auch ein paar dabei, die halt auch sehr gerne spielen, mit einer unterschiedlichen Intensität. Aber du siehst es auch bei den YouTube-Kanälen. Ich glaube, wenn man jetzt die Berufsgruppen durchgeht, sind die Lehrer Ja, sehr genau. stark vertreten. Ja. Wir haben einfach Zeit. Ich sage mal, ne? Es ist halt, haben wir ja nur einen Halbtagsjob Genau. und Zu viele ja. Ferien. Genau, Genau. genau. Ne? Ja, Ferien war dies ja echt nichts. Ich habe ja übernächste Woche geht schon los, also Ja. schlimm. Ja, eine von meinen besten Freundinnen, die ist auch Lehrerin. Aber die ist wiederum so, die spielt lieber gerne, dass die Leute ärgern kann. Also, ne? Also die muss irgendwie diesen Ärgerfaktor damit beihaben. Also von Ja, die daher. Kinder kannten sonst immer nur Werwolf, ne? Und Ja, ach so, bei ja. Werwolf kriege ich ja immer, oh, schrecklich. Also das ist, also Werwolf, jeder soll das spielen. Aber ich finde, das spielt einfach so eine riesen krasse Downtime, wenn du das in so einer Schulklasse spielst. Auf der einen Seite kannst du sagen, kannst du mit vielen Leuten spielen. Aber wer dann in der ersten Runde Ja, rausfliegt, das ist der das, guckt dann auch ne? eine Dreiviertelstunde zu. Und das ist jetzt nicht für jeden sonderlich spannend. Ja, da gibt es auch Ja. mittlerweile coole Varianten, ne? Also, da wird es bei uns auch nochmal was Werwörter und sowas gegeben. gibt es ja auch alles. Ja. Ja, und es gibt auch mittlerweile Varianten, dann kommst du wieder rein als Okay. Geist, was weiß ich nicht alle. Also, wir haben da eigentlich eine ganz coole Truppe, aber ist natürlich jetzt auch alles wegen Corona liegen geblieben. Da braucht man halt viele Leute für, ne? Also, mit so kleinen Runden brauchst du das eben nicht spielen, ne? Genau, ja, Aber bestimmte Größe gibt brauchst schon du nicht. sehr coole andere Varianten, Deduktionsspiele. Aber da wird es uns bei uns nochmal was geben auf dem Kanal. Könnt ihr mal reinschauen dann. War Jo. nicht abgesprochen. Das ist auch noch nicht fertig, das Video. Aber ist alles noch bei uns hier im Kopf und auf unseren Listen. Geht es ja auch so, ne? Man hat so viele Ideen, was man alles so machen möchte. Und Das stimmt. ja, das ist die Zeit. Ja, gut, ich Und habe ja dann gerade das gehört, ich Projekt muss und das Lehrer Projekt. werden, habe ich mehr Zeit, ne? Also von Hast du daher. mehr Zeit? Aber selbst dann reicht es nicht. Es reicht nicht. Nee, das Aber stimmt. vielleicht müsst ihr beide Lehrer werden, dann so geballt so viel Zeit zu haben. Dann Genau.
Ja, weil ich mich halt da mal sagen, dass ich einen anderen Job überlegen soll. Ja, nein, also man macht ja auch noch andere Sachen, ne, so wie du auch gerade gesagt hast. Deswegen war meine Frage, du hast ja gerade schon gesagt, du machst ja auch Sport ein bisschen. Was machst du noch so privat? Ja, Sport. Aber nicht so viel Sport, dass ich jetzt behaupten könnte, es würde täglich mein Leben Machst du einnehmen. was Leider nicht. Spezielles irgendwie? Beim Oder Sport jetzt? ja? Wie gesagt, ich habe lange Handball gespielt, Handball. habe dann aber so ein bisschen auch einfach keine Lust mehr. Und dann auch Hm. irgendwann, aber wir haben ja so eine alte Herrentruppe, wo ich mit Ah, Abstand der okay. Jüngste bin. Da spielen wir auch nur Fußball. Ja, okay. Deswegen, Also so ich bin nur, Spaßfußball dann ja quasi. genau, und ich habe da so einen Lehrervolleyball, da spielen wir im Kollegium. Da sind auch einige wirklich dabei, die sehr gut spielen, die auch im Verein spielen. Das macht Spaß. Ja, also ich mache alles, wo ich mit anderen Leuten was zusammen machen kann. Meine Frau spielt Tennis, Ah ja, da schön. spielen wir dann auch mal Tennis. So joggen kann ich gar nicht. Also, das ist Ah, okay. so, also ich brauche irgendwie einen Ball dabei und irgendwie sowas. Sport, genau. Und was ich noch mache, ich bin hier tatsächlich in der Stadt Stadtführer. Das ist auch noch so eine Aha. Sache, so ein Hobby. Nebenbei, weil ich ja Geschichtslehrer bin und Das sehr ist ja cool. heimatverbunden. Ja. Bin halt auch in meine Heimatstadt wieder nach dem Ja. Studium zurückgekommen. Genau, und da mache ich das. Das sind aber jetzt ohne Corona, mit Corona war es natürlich noch weniger. Ja, Das klar. sind, glaube ich, im Jahr mache ich 20 Führungen oder 25 Führungen und Also genau. Aber das macht unheimlich viel Spaß. das heißt, wenn wir bei Urlaub bei euch machen in der Ecke, dann Auf können jeden wir dich Fall. buchen quasi. Ja. Ja. Einfach Bescheid sagen. Nee, also auf jeden Fall. Also, wer mal hier nach Halberstadt kommt oder so, ich meine, über Quedlinburg. Quedlinburg ist ja bekannter, auch unter Brettspielern. 10 Minuten von Halberstadt weg oder Wernigerode kennen wahrscheinlich auch noch mehr als Halberstadt. Da kann ich auch was zu erzählen, sicherlich, ja. Aber sonst, ich mache halt in Halberstadt die Führung. Ja, Und ja, cool. das macht halt auch Spaß. Ist auch toll, weil man Leute aus ganz Deutschland kennenlernt, die aus den unterschiedlichsten Motivationen hier in die Stadt kommen. Das. Genau, aber das ist halt auch so irgendwie Freizeit und sonst, ja. Also ich bin eigentlich immer bemüht, irgendwie irgendwas mit Leuten zu machen. Muss aber auch sagen, das Brettspiel-Hobby nimmt viel Zeit ein, aber es ist ein Hobby und es macht Spaß. Also der Kanal macht Spaß, die Videos zu machen macht Spaß, mit meinen Freunden zu spielen. Ich habe jetzt glücklicherweise zwei feste Spielrunden schon. Das heißt, ich habe jetzt auch mehr Durchlauf, Ja, schön. weil es gibt Solo-Spiele, die ich auch gerne spiele, Solo, aber ich muss sagen, ich spiele lieber zusammen, also als dass ich Solo spiele. Ja. Ist bei uns auch so. Also wir haben auch, glaube ich, noch nie, also keiner von uns beiden jetzt irgendwie ein Spiel solo gespielt. Weil ich möchte mich auch Ja, immer austauschen mit den Leuten. Also, ne. genau. Ja, und auch dieses Zusammensetzen, das ist ja das Schöne am Brettspiel-Hobby. Also ich spiele auch am Computer, aber dieses physisch Zusammensetzen, in der Einspielrunde haben wir es halt so, auch alles Freunde aus Schulzeiten noch, Ah ja, ja also schön. schon, die uns sehr lange kennen, und da ist dann halt auch so jeden Dienstag, wir bestellen Essen. Ah ja, Treffen uns schön. dann, essen zusammen, Pizza, asiatisch, was auch immer, quatschen über die Woche Ja, und schön. dann spielen wir ja meist bis um 10. Ja, je nachdem, was halt so auf den Tisch kommt. Und ich muss sagen, durch den YouTube-Kanal, deshalb vielleicht auch eine Empfehlung für diejenigen raus, die noch keinen angefangen haben, da spiele ich wieder noch mehr. Ah ja. Also, weil ich eine größere Motivation teilweise habe, die Spiele aus dem Regal rauszuholen, die auf dem berühmten Pile of Shame liegen, und sie ja, zu erlernen. Und dann zu spielen, weil man dann sagen kann, ach Mensch, und dann zeige ich es am Ende auf dem Kanal. Und dann tausche ich mich mit anderen aus. Ja, nee, das Das hat stimmt. bei mir zumindest sehr gut gewirkt. Also, dass ich wieder noch mehr spiele. Ja, wir haben sonst auch schon viel gespielt. Bei uns ist es manchmal spielen wir mehr, dadurch, dass wir YouTube machen, manchmal eher weniger, weil du eben dann viele Sachen schneiden musst und so weiter. Ja. Und dann haben wir eben noch Haus gebaut und dann noch Sport. Michael geht übrigens sehr gerne joggen. Aber ich bin, glaube ich, eher so wie du. Also ich muss irgendwas dabei haben. Also ich kann gerne Tennis mitspielen, Squash und so weiter. Aber ich muss auch irgendwie mit meinem Ball und irgendwas zu tun haben, weil Joggen ist ein bisschen Ja. langweilig. So weiß Am Ende, das sage ich den Schülern auch immer in der Schule, ja, weil ja viele den Sportunterricht hassen ich nicht. oder nicht Okay. mögen, weil dies und jenes, da ja, haben wir alle ihre Gründe. Ich sage, wichtig ist, und das ist die Aufgabe von Sportunterricht, finde ich, euch so ein breites Bild wie möglich zu geben, Genau, dass, wenn ja. ihr erwachsen seid, dass ihr irgendwie einen Sport habt, der euch Spaß macht. Also irgendwas als Ausgleich. Und für den einen ist es Joggen, für den anderen ist es Badminton spielen oder ins Fitnessstudio. Ich zum Beispiel Fitnessstudio auch überhaupt nicht. Auch früher nicht, wo ich dann auch mal ein bisschen leistungsbezogener gespielt habe. Oder Nee, ihr wisst also dann da. wenigstens, ne, für diejenigen, die jetzt keinen Sport mögen, dass ihr das alles nicht mögt. Ne? Ist ja auch schon mal was. Ne? Also von daher. Ja, genau. So. Selbst wenn diese Erkenntnis am Ende gereift ist, ist das auch gut, ja. Ist ja genau wie, ich weiß gar nicht, was ist das, Dreikampf oder was? Wer mag das? Also da gibt es ja, glaube ich, sehr ganz wenige. Also ich mochte das auch immer nicht. Ich finde das auch immer doof. Mit Ja, jungen Spielern also und so ein Kram an. Ja. genau. Also man muss am Ende da irgendwie seinen Weg finden. Ja, Das ist das deswegen. Wichtigste.
Ja, schön. Und nochmal zurück zum Thema Spiele. Welches Brettspiel kommt denn bei dir momentan sehr häufig auf den Tisch? Tainted Grail, was einfach daran liegt, dass es mit meinem Kumpel, mit dem ich Mittwochs spiele, Ja. Halt jeden Mittwoch zurzeit Tainted Grail gespielt wird. Ja, macht uns auch viel Spaß. Ist ein spezielles Spiel, muss man sagen. Ich kann Leute verstehen. Der Becky von der Nische zum Beispiel fand es ja nicht gut. Die jetzt sagen, die haben da keine Freude mit, wenn man also Bock hat auf ein narratives Spiel, wo die Story im Fokus, also im Kern der Mechanik liegt. Sonst hat das Spiel mechanisch nicht so viel zu bieten. Ja, und ich mag halt allgemein diese König Arthur-Sage. Seit meiner Kindheit finde ich die immer ganz spannend und finde die toll umgesetzt, beeindruckend geschrieben, toll übersetzt von Pegasus, das muss man auch sagen. Also das muss, glaube ich, eine Riesenarbeit gewesen sein, das zu übersetzen. Das kommt sehr regelmäßig auf den Ja, Tisch. schön. Ansonsten, wenn ich jetzt so die letzten 2, 3 Monate rekapituliere, The Reckoners, da hattet ihr ja auch geschrieben, es liegt bei euch noch rum, ihr habt Ja, es noch nicht genau. gespielt. Macht's unbedingt. Ganz tolles Spiel. Also. Das hat mich umgehauen. Also es hat mich wirklich umgehauen, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, das ist so ein Materialblender. Ja, ich habe es mir irgendwann mal halt günstig bei eBay Kleinanzeigen oder was auch immer, irgendwo habe ich es mal günstig bekommen, weil ich es bei Kickstarter nicht gebackt hatte. Und dann lag es hier 1,5 Jahre oben auf dem Schrank. Hier oben sieht man es. Weil es auch so riesig ist, brauchst du auch einen speziellen Platz neben Mechs versus Minions. Und genau, und weil ich jetzt halt irgendwann halt auch mal plane, so ein Video zu machen zu kooperativen Würfelspielen, weil ich halt sehr gerne würfel, finde Würfelmechanik immer cool. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss das auch mal runterholen und muss das dann auch mal spielen. Ja, Mein Sohn stimmt. findet es immer ganz toll. Der sortiert immer die Würfel. Da sind ja, glaube ich, fast 30 Würfel drin und dann Ja. sortiert er die nach Farben und dadurch hatte ich das Spiel schon öfter mal angeguckt. Ja, immerhin. Genau, ja. Ich habe es immer mal runtergeholt. Nee, sag, jetzt muss ich es auch mal spielen. Und das hat Ja, mich schön. echt umgehauen und weil das auch in fast jeder Gruppe funktioniert. Das ist auch das Schöne daran. Ja, schön. Und gibt es dann auch im Gegenzug ein Spiel, was du überhaupt nicht magst? Aber es muss jetzt ein kooperatives Spiel sein, bitte. Ja. Das ist gut, das ist gut. Ja, sonst Ja. komme ich. Ja, ich habe per se auch nichts gegen kompetitive Spiele. Also so ist es nicht. Aber wenn ich die Wahl habe, spiele ich lieber kooperativ. Ja, also ich bin ja der Meinung, es gibt nicht viele schlechte Spiele. Ja, also es gibt Spiele, die funktionieren vielleicht nicht für mich, weil ich sie Ja, oder holen langweilig dich halt nicht finde. ab, ne? Das ist halt dann Genau, ja, Geschmackssache, genau, ne? hol mich einfach nicht ab. Aber ein Spiel, was wirklich schlecht ist, also was wirklich schlecht ist und was mich auch echt geärgert hat, ist Umbrella Academy. Ist auch eins der ersten Videos auf meinem Kanal gewesen. Wo ich dann auch überlegt habe, Mensch, jetzt, ich glaube, was, dritte Video oder sowas? Jetzt machst du ein Video und dann dann meckerst du gleich so. Aber dieses Spiel, es kam an, Es war ein Umbrella Kickstarter auch, Academy, ne? War das, genau, ne? war ein Kickstarter, genau. Hatte eine Sammelbestellung organisiert, deshalb haben wir es auch wirklich günstig, ich glaube, wir haben 12 Euro bezahlt Ja, statt genau, das weiß ich 25 noch oder und ich habe sowas. mich dann nachher dagegen entschieden, weil ich Genau. auch irgendwie dachte, nee, es holt mich nicht ab und dafür bin ich Weise zu blöd. Entscheidung. Ja. Und ja, jedenfalls war es dann hier und dann sagte, naja, gut, dann hol's mal raus und so. Und dann habe ich dann die Regeln gelernt, weil ich auch gedacht habe, ich habe es mir nur geholt gehabt. Ich kannte das gar nicht, diese Umbrella Academy, weil Schüler in der Schule halt darüber gesprochen haben, über diese Netflix-Serie. Ja, genau, die ist auch wirklich cool. Das war auch für mich so ein Grund, mir das näher anzugucken. Okay, und dieses kenne ich alles nicht, ja. Aber das haben die erzählt. Und da habe ich auch, Mensch, ja, machst du mal mit für den Preis, organisierst eine Sammelbestellung, sparen wir alle. Gut, dann ist das Ding hier und hat halt gehofft, wieder so ein schönes Spiel für die Schule, um die Kinder abzuholen, zu sagen, hier, guck mal, kennt ihr doch die Franchise, ne? So, ich habe die Regeln gelernt, war recht übersichtlich und wollte loslegen. Und ich habe die erste Karte gezogen und ich konnte das Spiel schon nicht weiterspielen. Ich sag, was mache ich denn damit? Und dann bin ich bei Board Game Geek, habe gesehen, bei Board Game Geek hat das Spiel eine 2,5 zu diesem Zeitpunkt gehabt. Also desaströs. Und habe festgestellt in den Kommentaren, dieses Spiel ist nicht spielbar mit den Regeln. Dann gab es neue Regeln. Krass. Aber selbst diese neuen Regeln, die es online dann gab, haben dieses Spiel, es war wie Quartett spielen. Du hast eine Karte gezogen, hast geguckt, ist deine höher oder niedriger als die andere, aber du hast nicht mal wirklich die Wahl gehabt. Du hattest immer diese eine Karte, gegen die musstest du spielen und dann die nächste. Super langweilig. Ich habe es mit einem Kumpel von mir gespielt über Tabletopia. Also alle, die das mal austesten wollen, bei Tabletopia könnt ihr das kostenlos spielen. Und das ist ein unheimlich gutherziger Mensch und der hat dann nach 20 Minuten gesagt, ey, Matze, tut mir leid, können wir was anderes spielen? Das Spiel ist ja so langweilig. Und das ist wirklich das einzige Spiel, was mir wirklich einfällt, was ich kooperativ bisher gespielt habe, wo ich sage, das Spiel ist schlecht. Und das hat mich auch sehr geärgert. Und zum Glück habe ich nicht so viel Geld für bezahlt, das war okay. Aber wer da irgendwie die Deluxe-Version für 50 € mit Ach, oh. Spielmatte, also die tut mir leid.
Die tut mir leid. Also das, man hätte es ahnen können, weil oft diese Franchise-Spiele leider nicht so gut sind. Ja, ich finde es auch schade, auch wo du es gesagt hast, dann gab es neue Regeln und so weiter, dann denke ich mir halt auch immer, testen das die Leute nicht. Ja. Ne? Und die neuen Regeln waren halt auch von daher, wo ich dann gesagt habe, ihr kennt euer eigenes Spiel nicht. Da war nämlich, wenn du mit 5 bis 6 oder jedenfalls die höchste Spielerzahl, ich weiß nicht, ob es 5 bis 6 waren, also jedenfalls in der höchsten Spielerzahl spielst, stand, packe 10 von diesen Karten dann rein. Es gibt in dieser Box nur 8 davon. Ach je. Also wie kann ich denn in diese Regeln das reinschreiben? Da muss ich doch den Satz dazu sagen, also packe 8 rein und den Rest die Stufe darunter. Oder was auch immer. Ja, ja. Wo du sagst, nee, also ihr kennt euer eigenes Spiel nicht. Oh. Ja. Na gut, vielleicht siehst du das als Lehrer auch noch ein bisschen pingeliger. Ich meine, ich wäre auch so, obwohl ich kein Lehrer bin, aber ne? Ich weiß aber was. Es ärgert mich einfach, die Leute wollen ja Geld dafür. Die machen das ja nicht als Hobby, sondern das ist ihr Beruf. Ja? Dass man Fehler macht, ist absolut menschlich. Ja. Mache ich ja auch. Also wenn ich Regeln irgendwie vorstelle, mache ich Fehler. Auf Arbeit mache ich auch Fehler. Das ist ganz normal. Und damit muss man auch umgehen können und auch mit Kritik umgehen können, absolut. Aber ein Spiel rauszubringen, was nicht funktioniert, nee, tut mir leid. Ja. Und das war noch eigentlich vor Corona mit dem Playtesting, hätte das eigentlich alles noch ablaufen sollen. Und nee, das ist ein Ärgernis. Aber ein Ärgernis, wo ich jetzt sage, jetzt wo wir drüber reden, fällt es mir immer wieder ein, wenn mich jemand fragt, ein schlechtes Spiel. Aber ich habe es auch noch hier tatsächlich, weil ich will es dann mal mit den Schülern spielen. Aber ich werde es erst mit den Schülern spielen, nachdem wir ganz viele tolle Spiele gespielt haben. Mhm, nicht, dass sie denken, das sind jetzt die tollen Spiele, die Herr Stober mitbringt. Also nicht die Anfänger, die zum ersten Mal was spielen. Genau, das nicht. Sondern ich will einfach mal gucken, vielleicht zieht ja bei denen, die diese Franchise mögen, vielleicht ist es dann für die irgendwie interessant. Also für mich, der das nicht kannte, langweilig. Schade. Aber die Serie ist wirklich gut. Also die Serie ist wirklich top, muss ich sagen. Okay, vielleicht mal reingucken. Ja. Also die ist wirklich cool. Doch. Ich merke das immer, ich habe so viele Superhelden-Spiele, aber habe überhaupt keine Ahnung davon. also von diesen Franchise, weil ich das in meiner Kindheit nicht hatte. Und ich gucke jetzt irgendwie die Avengers und ich gucke mir diese Disney-Serien an, aber Ahnung habe ich jetzt nicht von. Da bin ich dann immer der Falsche. Das sage ich in meinen Videos dann aber auch immer. Also ich sage das jetzt als jemand, der keine Ahnung hat von dem Comic-Stil, ob das jetzt authentisch richtig ist, wie die Original-Comics. Dann lad hier doch mal jemanden ein dazu. Das wäre doch vielleicht mal eine Idee für dich. Das wäre stimmt. Das wäre eine Idee. Ja. Ja, bist du Brettspiel, kennst du dich damit aus mit den Comics und sowas? Das schon, aber ich will mich jetzt auch nicht. Also ich bin jetzt nicht so ein Nerd Experte Big Bang Theory oder so, ne, das da auch nicht. Also ich weiß, wer was alles ist und die Hintergrundgeschichte und so weiter, aber richtiger Experte, das würde mich jetzt auch nicht bezeichnen. Nee. Genau. Ich hatte meinen Kollegen an meiner alten Schule, der war auch so mit Comics und so. Vielleicht könnte es eigentlich mal eine Idee, den mal reinzuholen und dann zu sagen, was hältst du davon? Ja. Ach, stimmt. Ja, super. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon jetzt am Ende mit dem Interview. Also erstmal nochmal vielen Dank. Ja, gerne. Dass du Zeit genommen hast. Gibt es denn noch irgendwie was, wo du jetzt sagst, so das wünschst du dir jetzt von deinen Zuschauern? Gibt es da noch irgendwie was, wo du sagst, so hey, das wäre doch mal toll? Nö, eigentlich nicht. Also ich wünsche mir von meinen Zuschauern, dass sie kommentieren, vielleicht noch ein bisschen mehr kommentieren, auch mal so ein bisschen ihre Erfahrungen mit reinlegen. Ich merke das oft, dass ich so am Ende dieses typische YouTube spreche. Das fehlt mir so immer so ein bisschen am Ende, zu sagen hier und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Nicht, weil ich das nicht sage, interessiert mich das nicht. Es interessiert mich. Und ich merke das ganz oft, dass ich mit meinem Video fertig bin und dann sage, ey, erzählt mal, wie eure Erfahrungen sind. Also bei mir darf sich jederzeit animiert fühlen, seine Erfahrung und seine Meinung in die Kommentare reinzuschreiben. Ja, das würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr wünschen, dass nochmal ein bisschen mehr Feedback kommt. Manche sind da immer schon fleißig dabei. Wie gesagt, bei den Mails freue ich mich sehr drüber. Finde ich aber in Summe auch nicht so dramatisch. Ich bin ja viel auch in Foren unterwegs. Wir hatten ja vorhin erzählt, so gerade an uns Forum. Und da finde ich den Austausch eigentlich auch immer sehr, also in der Regel, in den meisten Fällen, sehr angenehm. Oder auch Spieleoffensive. Wenn das Forum nicht technisch so eine Katastrophe wäre, dann würde ich dort wahrscheinlich sogar auch noch mehr Zeit verbringen. Aber dieser Austausch, das ist mir wichtig und den kriege ich aber jetzt nicht nur über die Videos, sondern halt auch darüber. Ja. Ja, aber ihr habt es gehört, ne? Also lasst gerne mal einen anderen Kommentar drunter. Ich kenne das auch selber, manchmal denkt man da halt auch nicht dran. Ne? Dann macht auf jeden Fall. Also ich bin selber auch so. Also ich kommentiere wirklich wenig. Ich glaube, bei euch habe ich auch bisher überschaut. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir nicht angucke oder dass mich nie interessiert oder so, sondern ich bin auch jemand, ich gucke. Und ich glaube, den meisten Leuten geht es ja auch so. Ja. Ich glaube, über Fernseher kannst du es auch, glaube ich, gar nicht. Viele gucken auch über Fernsehen.
Genau. Ne? Und Oder dann, übers da kannst du Handy keinen und Kommentar ach, machen. was weiß Ne? ich. Ja. Ja, also da muss sich keiner schlecht fühlen. Aber ich will einfach nur ermutigen. Ja? Also es soll sich niemand irgendwie, hatte ich auch schon mal, dass jemand gesagt hat, in der Mail, ne? Ja, ich wollte da nicht so öffentlich schreiben, weil ich nicht so viel Ahnung habe. Ja und? Ist doch nicht schlimm. Also Ja. ich bin da jetzt auch nicht der Koop-Brettspiel-Messias. Also ich kenne auch nicht alles. Ich kann meine Erfahrung einbringen und ich sage in meinen Videos ja am Ende immer Stärken und Schwächen, aus meiner subjektiven Sicht. Also deshalb, ich will ja immer sagen, für wen ist das Spiel etwas? Und ich glaube, eines der größten Probleme, was kooperative Spiele haben können, sind ja diese Alpha-Spieler-Probleme, wo aber der Tim Fowers mal sehr schön gesagt hat, das hat jemand mal einen Kommentar geschrieben und dann habe ich da auch nochmal nachgeguckt, das stimmt wirklich. Das ist ja nicht etwas, was man dem Spiel vorwerfen kann, sondern das ist ein Genau, Spielgruppenproblem. ja, richtig. Und ich finde, diese Information dann eigentlich für diese Gruppen vielleicht ganz wertvoll zu sagen, okay, dann ist das Spiel vielleicht für euch nichts, wenn ihr da Probleme habt. Ja, und grundsätzlich ist es ja eh, da hast du ja auch recht, es ist ja eh immer unsere subjektive Meinung, wenn wir irgendwas sagen. Absolut. Das macht ja jeder und jeder kann sich ja immer sein eigenes Bild machen, sollte er auch, ne? Weil es kann ja auch ganz anders sein. Ich habe auch schon Spiele, die andere YouTuber total bekloppt finden oder enttäuschend, fanden wir total gut. Also von daher. Genau. Und das ist der Punkt, ja. Und deshalb, ich tue mich immer schwer mit, wenn YouTuber irgendwie so ein Spiel total zerreißen und sagen, es ist scheiße oder was auch immer für Kraftwörter benutzen. Umbrella Academy würde dieses Prädikat von mir erhalten. Aber viele andere Spiele nicht. Ich würde sagen, es war nichts für mich, aus dem und dem Grund. Oder es ist was für mich, aus dem und dem Grund. Und ich finde das wertvoller für jemanden als dieses. Ist natürlich immer geil, also was heißt geil? Also die Leute wollen ja immer harte Worte und der ist ja ehrlich und der ist konkret, ja, weil manche damit immer Authentizität assoziieren. Aber ich glaube nicht nur, weil man Kraftausdrücke verwendet, ist man ehrlicher und authentischer als andere, die sich vielleicht ein bisschen sachlicher äußern. Ja. Super, das war ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank. Genau. Wort zum Sonntag. Ja, Ja, danke schön. oder? Ich will mir auch nochmal danken. Danke für die Einladung. Ja, Schönes gerne. Format. Habe auch schon ein paar Kanäle kennengelernt, die ich auch so nicht kannte. Es gibt einfach so viele Kanäle und ich glaube, die Motivation, das wäre cool, wenn viele da bereit sind, auch nochmal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Ich glaube, für jeden ist was dabei, was ihm gefällt. Ich wollte gerade sagen, und ja, wie gesagt, es ist ja auch keiner böse, wenn ihr nicht jedes Video guckt. Das schafft man auch teilweise einfach gar nicht. Und von daher guckt einfach Absolut. das, worauf ihr Bock habt, worauf ihr Lust habt, was euch interessiert. Ja, ja. Dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Doppeldabo da, wisst ihr ja, ne? Genau. Und schreibt gerne in die Kommentare, ne? Auch könnt auch gerne bei uns was reinschreiben, was ihr vielleicht Matthias fragen möchtet. Ne? Und ansonsten schreibt Matthias direkt an per Mail, das kennt er ja schon. Ne? Oder eben auch bei seinen Videos. Und ja, ansonsten seht ihr uns spätestens beim nächsten Video. Alle für Brettspiele. Ein Brettspiel für alle. Super. Ja, dann vielen Dank und tschüss. Ciao.